Komm, 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 komm. Oh, das ging aber schnell. Los, mach inne, du Eule. Ja, Sascha, Sascha. La 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 la. Los, greif an! Geil! Er hat ihn totgeschlagen. Ich hab's. Ach so, ich hab's geschafft, ihn zu betäuben. Das war aber geil. Einen Raum zu betäuben und dann mit einem Schlag fertig zu machen. Nein! Was los? Hallo? Ach, ich bin schon ruhig, ja. Ich darf nicht weitergehen. Wenn Detmold meine Anwesenheit spürt... Wie komme ich nach Wergen zurück? Ich warte in der Nähe. Beeil dich. Okay, ich beeil mich. Wie dramatisch. Das Feuer wird mich verraten. Mach's aus, mach's aus, mach's aus. So. Jetzt geht's los. Toll. Bisschen rumrennen schadet niemand. Schlachtwerk. Das ist Saskia. Hier hängt überall Saskia. Was ist das denn? Was klaut er denn da? Wow. Das war doch der Typ von Nilfgaard. Wie hieß er nochmal? Ich hab's gewusst. Verdammt nochmal, ich wusste, dass du es bist. Als es im Nebel zu brodeln anfing, habe ich zu meinen Jungs gesagt, das ist Geralt von Riva oder ich will nicht Vernon Roche heißen. Ein Freund von dir? Ich habe ihn gerade gefunden. Er war schon tot. Sieht nach Kleidung aus Wergen aus. Er hätte es fast durch den Nebel geschafft. Was suchst du hier? Geht dich nichts an. Ich suche Triss. Saskia stirbt ohne meine Hilfe. Saskia ist vergiftet worden. Wir brauchen unbedingt eine Rose der Erinnerung, um sie zu retten. Darum bin ich gekommen. Saskia? Vergiftet? Die Hunde zerfleischen sich also gegenseitig, während der Bär schon am Zaun wartet. Nun ja, hier gibt es keine Rosen, Geralt. Sag die Wahrheit. Triss hat so eine Rose. Von mir. Du suchst immer noch nach deiner Zauberin? Wenn sie hier wäre, wüsste ich es. Lüg nicht, Roche. Hilf mir. Roche, es ist wichtig. Nur du kannst mir helfen. Ach, ich werde mich gern für eine Gefälligkeit revanchieren. Moment mal, du hast mir ja gar keine erwiesen. Du hast deine Wahl schon getroffen. Bist einfach mit den Elfen auf und davon. Wes wäre bei diesem Hurensohn Loredo um ein Haar krepiert. Ich habe dir nichts versprochen. Ich muss mich nicht rechtfertigen, was ist passiert. Wes, ist alles in Ordnung mit ihr? Was geht's dich an? Wir hätten alle sterben können und du hast dich mit den Eichhörnchen amüsiert. Amüsiert. Ich rechtfertige mich nicht. Banditenpack, Diebesgesindel. Und du hast ihnen geholfen.
Diese Diebe und Banditen sind bereit, mit dem einfachen Volk von Wergen zu sterben. Sie kämpfen nicht, weil man es ihnen befohlen hat. Foltest geht dich wohl auch nichts mehr an. Sein Mörder hat Triss entführt, weißt du das noch? Hilf mir, sie zu finden, und ich verspreche dir, ich halte mein Wort, das ich dir in Lavalettes Kerker gegeben habe. Möchte wissen, warum ich das tue. Wenn Triss tatsächlich im Lager ist, gibt es nur eine Möglichkeit. Ganz hinten am Ufer haben sich die Nilfgaarder eingerichtet. Da hat keiner Zutritt. Du kannst durch das Lager schleichen oder durch die Höhlen. Vergiss die Tore. Den Eingang zu den Höhlen findest du im Zelt der Markettenderinnen. Die Mädels dachten, so könnten sie zu den Rittern und Adligen gelangen. Aber leider sitzen Monster dazwischen. Hast du keine Lust auf Nutten und Monster, findest du östlich von hier einen Pfad zum Fluss. Du gelangst in die Nähe der Kantine. Und dann musst du dich durch das ganze Lager durchschleichen. Danke, Wosch. Halt lieber dein Wort. Yo, also. Wo ist Triss? Finde den Weg zum Lager der Catwanner. Entweder da. Das ist wahrscheinlich... Ja, durch das Lager schleichen. Oder aber hier ist ein Tunnel. Tja, wo gehen wir hin? Ich gehe mal zum Tunnel. Wow. Alle Acht. Ich komm mal klar. Ja, die stehen mittendrin. Viel Spaß. Oh. Ein Lebensort hier. Ist das doch nicht der Tunnel oder was? Das Lager der Trossknechte. Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin ich mit den Schwarzen in einem Lager. Bordell? Was geht uns die hohe Politik an? Wir sollten unsere eigene Fick dich selbst, Kreatur. Echte Melon. Fick dich selbst, Kreatur? Warum sind die bloß alle so nett, ey? Lebhaft vorstellen, wie Hänsel und Schiller. Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Mit deinem Märchen Spaß haben, reden. Ich möchte nur reden. Wir können uns unterhalten, aber du bezahlst dafür genauso viel wie fürs Vögeln. Für ein Gespräch zahle ich nicht. Nee, tschüss, du Schlampe. Ach, ich muss mit ihr reden. Hier gibt es... Sieh an, was... Ich... Wir... Einverstanden. Dann frag, worüber willst du reden? Was ist im Lagerhaus? Was weißt du über Hänsel? Was hältst du von der Frau von Adam? Weißt du, wie ich in das Lager gelangen könnte? Ich muss in das Lager gelangen. Unbemerkt. Das wird dich mehr als normales Ficken kosten. Keine Sorge, ich bezahle. Ja, du kriegst 100 vielleicht. Das ist viel zu wenig. Ich muss in das Lager gelangen. Unbemerkt. Das wird dich mehr... Oh nee, ey. Wie viel soll ich denn zahlen für diesen Scheiß? 200? Das ist viel zu... Ich muss... Oh, leck mich. Damit zahle ich ihm 300. Das ist viel zu weh. Oh, leck mich doch. Scheiß Schlampe, ey. Wie viel soll ich für einen Kack-Zutritt zum Lager bezahlen? Das ist viel zu... Ich... Das wird ich...
Ach, leck mich fett. Das sollte reichen. Wir haben einen Tunnel, der zum Flussufer innerhalb des Lagers führt.